Ein neuer Tag, ein neues Training, aber heute mit einem neuen Gast. Heute ist unser Gast der junge Mann hier. Das ist Linus, der Freund von meiner Schwester. Er wird uns heute mal einen Tag begleiten und uns bei der Arbeit zuschauen. Das ist okay für euch Männer, oder? Na klar. Na klar. Na klar. Und bei dir, Fred? Na klar, bei mir auch. Kein Problem. Vielen Dank, dass ich zugucken darf. Ich bin schon sehr gespannt, was hier so vor sich geht. Ich war vorher bei der Feuerwehr und jetzt will ich lieber zur Polizei. Das ist die richtige Entscheidung. Bei uns geht auch viel mehr ab. Und wir sind besser angesehen. Haha. Wobei Feuerwehrmann ist auch schon ein sehr cooler Job. Das stimmt echt. Also Spaß gemacht hat mir das auch. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir jetzt genug von der Feuerwehr gehört. Jetzt betrachten wir uns wieder als Polizisten. Robin, gibt's heute irgendwas, was wir zu tun haben? Steht irgendwie ein geplanter Einsatz an? Nein, bis jetzt noch nicht. Dann könntest du ja mal wieder zum Schießtraining gehen. Du hast's echt nicht mehr drauf in letzter Zeit. Was? Ich war auch lange nicht mehr da. Das stimmt. Komm, wir gehen zum Schießtraining. Dann bleibt ihr beide bitte in der Station, okay? Alles klar, Robin, dann bleiben wir da. Okay, komm, wir gehen rein, Trick. Und was kann ich machen, Robin? Ach, ich überleg mir gerade mal was. Oh, da kommt auch gerade was rein. Warte mal ganz kurz. Robin vom SDK hört. Hey Robin, hier ist Sabine. Ich und Michael sind gerade in der Klinik, aber hier weigert sich jemand festgenommen zu werden. Könntest du uns vielleicht zwei Männer zur Unterstützung vorbeischicken? Klar kann ich machen. Danke, dann bis gleich. Bis gleich. Track und Fred, das wird nichts mit eurem Schießtraining. Ihr müsst zur Klinik fahren. Warum das denn? Da weigert sich jemand festgenommen zu werden. Okay, Linus, komm mit. Wir nehmen dich mal mit auf den Einsatz. Echt? Das würdet ihr machen? Oh, nice. Da freue ich mich. Okay, Linus, dann pass aber auf, dass dir nichts passiert. Das werde ich machen. Los dann, lasst uns zur Klinik fahren. Oh, der scheint schon richtig aufgeregt zu sein. Na gut, dann steigen wir alle mal in den Wagen und fahren los. Denkst du echt, dass du schon dafür bereit bist? Ja, klar, Robin, das kriege ich hin. Ich bin bereit, versprochen. Okay, dann steig ein und fahr mit. Und pass auf dich auf, ja? Werde ich machen. Ich leg die Spritze nicht weg. Ich bin gerade erst aus dem Gefängnis gekommen und ich brauche die Spritze. Ihr verhaftet mich nicht. Jetzt legen Sie bitte die Spritze weg. Los, legen Sie die Spritze weg. Das SEK ist schon auf dem Weg hierhin. Entweder Sie werden von uns verhaftet oder von Ihnen. Ich werde garantiert nicht verhaftet. Ich habe nichts getrunken und ich bin ganz normal. Oh verdammt, was kommt da für ein Auto? Linus, du hältst dich jetzt erstmal bitte im Hintergrund, ja? Okay, ich bleib dich hinter euch. Alles klar. Was ist hier genau los, Lisa? Der Typ hat aus dem Krankenhaus eine Spritze geklaut. Die ist hochgiftig. Ja, und er weigert sich schon die ganze Zeit festgenommen zu werden. Er sagt, er rammt sich die Spritze irgendwo rein. Okay, wir werden uns drum kümmern. So wie ich das sehe, ist dein Kollege schon dabei. Dann komm mal her, Freundchen. Dich überwältige ich auch so. Haha, Fred, guck mal, wie betrunken der ist. Der kann uns ja gar nichts anhaben. Für sowas werden wir gerufen. Na warte, du mit dem Helm, dir ramm ich die Spritze rein. Achtung, Track! Verdammt, was soll ich machen? Oh, nicht getroffen. Das war ja mal daneben. Jetzt aber nichts wie weg hier. Ich glaube, jetzt gibt's Ärger. Stehen bleiben und die Spritze fallen lassen, verstanden? Oh, okay, okay. Werde ich machen. Und jetzt ganz langsam aufstehen, verstanden? Wow, danke Linus. Du hast mir gerade echt einiges erspart. Das war eine klasse Reaktion von dir. Ich werde dich bei der Polizei vorschlagen. Du bist ein gemachter Polizist. Sehr mutig und auf jeden Fall hilfsbereit. Boah, klasse. So Leute brauchen wir mehr. Danke, Track, aber das habe ich gerne gemacht. Das war echt knapp. Der hätte dir das fast in den Rücken gerammt. Na, sieh mal einer an. Da haben wir doch einen neuen Polizisten. Ich werde dafür sorgen, dass er zur Polizei kommt. Und dann werde ich ihn für meinen Plan benutzen. Haha, sehr gut. Dann werde ich das gleich mal ins Rollen bringen. Sehr gute Arbeit, Linus. Sehr gute Arbeit. Wir brauchen dich. Bist du bereit, zur Polizei zu kommen? Ja. Jetzt direkt? Ja, warum? Auf was willst du warten? Okay, also brauche ich kein Praktikum oder sowas machen? Nein, mit dem Einsatz hast du bewiesen, dass du ein guter Polizist bist. Du bist bei uns herzlich willkommen. Echt? Klasse!